und zu, wenn meine Blumen zu groß geworden sind, topfe ich sie um. Nach dem Umtopfen ist es besonders wichtig, die Blumen ausreichend zu düngen. Damit die weiterhin so schön blühen, darf es auch ruhig ein bisschen mehr Dünger sein. Tja, Anushka, mit dem Düngen, das ist so eine Sache. Zu wenig ist nicht gut für die Pflanze, zu viel aber auch nicht. Nach dem Umtopfen allerdings braucht man keinen Dünger. Die Blumenerde enthält genügend Nährstoffe. Wenn man jetzt noch zusätzlich Dünger verwendet, überdüngt man die Pflanze. Und sie kann sogar eingehen. Naja, und das will ja nun wirklich keiner. Also, wenn man eine Zimmerpflanze umtopft, dann sollte man, sagt Anushka, sie sofort düngen, da sie Nährstoffe dringend braucht. Und Christoph sagt, nee, nicht düngen, weil die Erde, die neue Erde, die Pflanze eben ausreichend versorgt. Frau Leidig, einen schönen guten Tag. Ja, hallo. Sie kommen aus Quedlinburg. Ja, schöne Quedlinburg. Wunderschöne Stadt. Ja, ich weiß. Deswegen, ich kann es auch nicht oft genug betonen. Sehr, sehr schön haben Sie es. Die Frage ist nur... ganz viele Fachwerkhäuser, ganz toll. Ganz historisch, ganz toll. Finde ich auch. Die Frage ist nur, was machen wir mit Zimmerpflanzen, die man umtopft? Was machen Sie damit? Was würden Sie sagen? Ich würde Christoph sagen. Die haben genug? Sie sind ausreichend versorgt mit der neuen Erde? Ich denke, Ja? Wir haben bis jetzt übrigens jede Woche unser Geld rausgehauen, die 250 Euro. Oh, hoffentlich, ne? Mhm. Mal sehen. Heute ist Tag Nummer 5, der letzte Tag in dieser Woche. Eingeloggt ist es, wir gucken uns die Lösung zusammen an. Ja. Wie sagt man immer so schön, weniger ist manchmal mehr. Das gilt auch für das Düngen von Pflanzen. Tatsächlich ist es so, dass nach dem Umtopfen erst einmal kein Dünger benötigt wird. In der Blumenerde sind genügend Nährstoffe drin. Nach 5 bis 6 Wochen sollte man dann allerdings Dünger verwenden. Immer nach dem Motto, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Und noch ein kleiner Tipp für den Geldbeutel. Einigen Pflanzen reicht auch Kaffeesatz als Dünger. Ja Mensch, und in einem Haushalt in Quedlinburg, da wird es jetzt noch schöner. Ja. Oh, kann ich was verkaufen? Fein. Ja, viel Spaß. 250 Euro für Sie zum Wochenende. Danke. Nicht so schlecht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Schönes Wochenende. Ihnen auch. Machen Sie es gut. Danke fürs Mitspielen. Tschüss, tschüss.